Mario Kart 7! Willkommen zu Let's Play Mario Kart 7, dem neuesten Ableger der Mario Kart Serie für den Nintendo 3DS. In diesem Let's Play werden wir uns alle Cups im Grand Prix anschauen. Wir überspringen die 50er Klasse und machen direkt weiter mit der 100er Klasse, weil die 50er Klasse ist wirklich viel zu einfach. Im ersten Part nehmen wir Mario mit dem absoluten Standard-Bike, das heißt Bike, Rad und Leiter auf Standard. Und legen los mit dem Pilz Cup. 4 brandneue 3DS-Strecken. Es gibt viele Neuerungen. Die Bikes aus Mario Kart Wii sind nicht mehr dabei, aber die werdet ihr auch nicht vermissen, wenn ihr es selbst spielt. Ein klein bisschen im Ansatz erinnert Toads Piste an Luigi's Circuit, der ersten Strecke vom N64. Aber ihr werdet bald merken, das ist schon Knüller hier und zieht euch warm an. Turbostart, wie gehabt, wenn die 2 verschwindet aufs Gas drücken. Vielleicht ein bisschen zu früh gerade. Nee, hat noch gereicht. Sehr schön. Ja, luftige Toads. Oh, jetzt hat mich Luigi das Item gekostet. Münzen sind auch wieder am Start, wie bei Super Mario Kart und wie bei Mario Kart Super Circuit. Auf dem Game Boy Advance driften können wir. Und natürlich Items sind jede Menge am Start. Stellt sich vielleicht sogar die Frage, warum heißt es jetzt Mario Kart 7? Um ehrlich zu sein, finde ich es ein bisschen schade, weil man bei den Mario Kart Spielen meistens oder fast immer angespielt hat auf die Konsole, auf die es spielt. Das heißt Mario Kart 64, Mario Kart DS, Mario Kart Wii. Und anfangs sollte es auch... Achtung, Panzer! Anfangs sollte es auch Mario Kart 3DS heißen. Und das hätte ich als den besseren Titel empfunden. Es ist das 7. Mario Kart, wenn man von den Spielhallenautomaten absieht. Die gehören für meine Begriffe nicht so dazu. Mario Kart Grand Prix. Arcade Grand Prix heißt es, glaube ich. Wo Pac-Man und so auch mitfahren. Und das ist das 7. Mario Kart und es gibt ein Items. Ein Item namens 7. Da kommen dann 7 Items auf einmal. Wenn wir immer vorne sind, werden wir es wohl nicht so schnell sehen. Aber wir werden es im Laufe des Let's Plays sehen. Ja, auch auf der 100er Klasse ist es eigentlich... Wow. Ja, ich habe gesehen, dass da ein Panzer kommt, deswegen wollte ich ausweichen. Ihr seht schon neue Items. Das Tanuki-Blatt ist wieder voll in. Damit können wir halt heranbrausende Gegner eins übers Ohr braten. Und wir können fliegen. Das wird auch vor allen Dingen interessant. Ja, so schnell sind wir Platz 1 los. Das wird vor allen Dingen interessant bei den Retro-Strecken. Die alten Strecken, die wurden immer ein bisschen umgemünzt und erweitert durch neuere. Und wir haben maximale Punktzahl. Und mit gutem Abstand werden wir Erster. Es gibt auch sehr viele neue Charaktere. Ich werde von jedem Part mal einen anderen nehmen. Ihr seht es da schon. Metal Mario, Rosaline. Ach so, die gab es ja schon mal. Aber Wickler und Shy Guy und so. Eins nach dem anderen. Genießen wir erstmal den ersten Cup. Den Toad Cup. Und die zweite Strecke ist Daisyhausen. Also zu der deutschen Übersetzer sage ich jetzt mal nichts. Daisyhausen, das klingt so komisch. An für sich ist es aber eine schöne, chillige Strecke. Weil, ja, man sollte im ersten Cup noch nicht so auf die Kacke hauen, sondern immer schön gemütlich. Es ist ja ein anderes Ambiente, es ist ja keine klassische Rennstrecke, so wie eben. Und ihr seht schon links und rechts die Mies. Schon nicht übel. Auf jeder Strecke gibt es einige Abkürzungen. Ich muss auch zugeben, dass ich das Spiel nicht so gesuchtet habe wie die alten Teile. Wenn ich mit euch Mario Kart Wii online gezockt habe oder aufgenommen habe, dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit für Mario Kart 7. Hab's aber privat natürlich auch schon mal mir alles angetan. Aber es macht wirklich Spaß und es ist mehr als ein würdiger Nachfolger. Hier haben wir so eine kleine Abkürzung, wenn man sie überhaupt so nennen darf. Auf jeden Fall gehen wir einen anderen Weg. Oh Mann, Windmühle. Oh verdammt. Gut. Hier schön mit so einem Marktplatz und überhaupt grafisch für 3DS-Verhältnisse. Schön bunt und auch ziemlich aufwendig, möchte man sagen. Sehr detailreich. Und vielleicht werden wir die 100er-Klasse ja ohne große Probleme bewältigen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dass wir dann in der 150er-Klasse dann um Leben und Tod kämpfen können.
Spiegel werde ich nicht machen, weil Spiegel ist einfach nur... Nee, ich mag keine Spiegelclubs. Könnt ihr vergessen. Weiß nicht. Haben mich noch nie begeistert. So. Ach, sieht das schön aus hier mit den ganzen Ballons und so, ne? Ansonsten gelten die üblichen Mario Kart-Regeln. Fairness steht hinten an. Blaue Panzer tauchen nicht mehr so oft auf. Auch habe ich das Gefühl, dass Kugelwillis nicht mehr so häufig auftreten. Das heißt, ein klein bisschen fairer wurde es gemacht in der Tat. Aber Mario Kart ist Mario Kart. Ne? Da entscheidet, da gewinnt nicht immer der Beste, sondern der Glücklichste. Driften bis zum Umfallen ist wirklich auch gefragt. Wheelies können wir ohne Bikes natürlich nicht mehr machen. Und Panzer nach hinten. Überhaupt finde ich, es ist bislang das beste 3DS-Spiel auf dem Markt. Es macht noch mehr Spaß als Mario 3D Land oder auch als New Super Mario Bros. 2. Mario Kart ist einfach eine Religion für sich. Ein Mythos für sich. Nee, ernsthaft, das macht wirklich sehr viel Spaß. Gut, sieht ja bislang punktemäßig sehr gut aus. Und das wird wohl im dritten Rennen hoffentlich auch so sein. Die dritte Strecke ist die Jeep Jeep Bucht. Und ihr merkt schon, es geht ganz schön unter Wasser. Und das ist so ziemlich die größte Neuerung an Mario Kart 7. Die bedeutendste Neuerung, dass man eben halt auch fliegen kann und unter Wasser fahren kann. Und das Letzteres werden wir uns jetzt anschauen. In einem prädestinierten Rennen. Man achte auch auf Lucky Two und seine Wolke, die beide eine Taucherbrille anhaben. Hey, die Wolke hatte gar keinen Schnorchel. Go, dive, go! Alles klar. Wow, Metal Mario. Tja, alles kein Problem. Das geht wunderbar. Man muss auch mal eins erwähnen. Ihr kennt doch Rare, die früher Perlen entwickelt haben, wie Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie und so weiter. Und denen sind sehr viele Entwickler zu den Retro-Studios gewechselt. Och, Bowser, Mensch, ich wollte da lang. Da stößt er mich runter. Ja, und Rare hat ja auch Diddy Kong Racing entwickelt. Ich denke, das ist wirklich das Beste, der beste Funracer nach Mario Kart. Diddy Kong Racing fürs Nintendo 64. Der DS-Ableger nicht so sehr. Habe ich ja auch Let's Played. Diddy Kong Racing fürs N64, ein sehr schönes Let's Play. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auf jeden Fall hat an Mario Kart 7 auch, haben auch die Retro Studios mitgearbeitet. Das heißt, diejenigen, die damals Diddy Kong Racing entwickelt haben, sind auch hierfür mitverantwortlich. Und ja, ich finde, da hat auch, glaube ich, die Idee so ein bisschen mit zu tun. Weil auch in Diddy Kong Racing ging es ja auch so ein bisschen drum, auch mal, es war zwar auf dem Wasser und richtig frei geflogen, aber so der Ansatz. Das finde ich gut, dass im laufenden Rennen quasi das Ganze so umgesetzt wird. Und ein fließender Übergang stattfindet. Damals musste man ja immer wechseln zwischen Hovercraft und Flugzeug und so. Man kann schon sagen, Mario Kart meets Diddy Kong Racing. Und jetzt kommt ein absolut geiler Teil raus. Und das ist auch wirklich ein schöner Schinken hier, das muss man sagen. Jetzt kommt der erste blaue Panzer. Man sieht ihn kaum, weil... Ja, weil wir halt durch einen Blooper bespritzt waren. Mit Tinte bespritzt. Na holla, ich werde auch nicht etwa Zweiter werden. Aber wenn doch, kennt ihr den Grund? Rosalina mit Feuerbällen, Achtung, Achtung. Ich sehe es unten auf dem unteren Bildschirm auf der Karte. Aber letzten Endes haben wir es doch ganz unbeschadet geschafft, hier übers Ziel zu kommen. Als Erstplatzierter. Und das war die dritte Strecke. Und jetzt kommen wir in die vierte. Aber ich finde, eigentlich ganz abwechslungsreich. Man versucht ja immer bei Mario Kart keine Strecken zweimal einzubauen. Und das haben sie auch diesmal geschafft. Und überhaupt Shy Guys Bazaar, was jetzt kommt. Sowas gab es eigentlich noch nicht in Mario Kart. Sowas Orientalisches, oder? Habe ich jetzt total was vergessen? Eigentlich nicht. Ist mir auch ein bisschen neu, dass Shy Guys mit
dem Orient in Verbindung gebracht werden. Obwohl, die Shy Guys tauchten erstmal auf in Super Mario Bros. 2, was ja angehaucht ist von Doki Doki Panic. Und das Spiel war schon sehr arabisch. Also das Original hinter Super Mario Bros. 2, dem Gemüsespiel, wie man sagt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt für diese Strecke hier. Glaube ich irgendwie nicht, dass man an Doki Doki Panic dachte. Ansonsten ziemlich simpel gehalten. Hier geht's halt hoch. Immer wieder Stunts machen. Die macht man neuerdings mit R. Also immer mit einem Druck auf R. Man beschleunigt ein bisschen. Möglichst viele Münzen mitnehmen. Ansonsten bin ich leicht enttäuscht von der Computer-KI. Klar, eben war es knapp, aber ich hätte mir doch ein heiseres Tänzchen erwartet. In dem Moment krieg ich halt ein... Ah, okay, ich sag ja nichts, ich nehme alles zurück. Roter Panzer, Blitz, Stern gerammt, Kugelwilli gerammt. Oh je. Gehen wir mal hier hoch. Was haltet ihr davon? Uns hier so ein bisschen auf den Teppichen rumtreiben. Autsch, oh Mann. In den Vasen auch immer wieder was drin. Ist klar. Aber nichts Nützliches. Es ist eher Bananen. Obwohl, da können auch Pilze oder vereinzelt Sterne, oder? Auftreten. Metal Mario. Braucht man den wirklich als Fahrer? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Seid ihr zufrieden mit Mario Kart 7? Diejenigen, die sich's schon gekauft haben? Findet ihr die neuen Fahrer sinnvoll? Ist Mario Kart 7 ein würdiger Nachfolger? Ich denke schon. Steht den Vorgängern in nichts nach. Man könnte fast überlegen, den Titel als bestes Mario Kart aller Zeiten. Wie seht ihr das? Ich finde, man gibt sich schon so viel Mühe, dass man das schon fast in Erwägung ziehen könnte, dass das beste Mario Kart aller Zeiten ist. Ist aber schwierig, ouch, zu beurteilen. Ja, hier ist wirklich alles drin eigentlich, ne? Wobei aller Zeiten ist immer ein sehr hartes Wort, ja. Wenn Mario Kart für die Wii U kommt oder generell das nächste Mario Kart, wenn es noch geiler ist, dann kann das hier nicht das Beste aller Zeiten sein. Ist klar. Das Beste bis heute. Auf jeden Fall ist es neu. Das Neueste, was der Mario Kart Markt zu bieten hat, und deswegen ist es nice. Mario Kart Wii ist ja noch absolut in. Verkauft sich ja auch noch sensationell. Oh, die fliegenden Teppiche. Oh, sehr schlecht. Auf dem Sand werden wir langsamer, ne? Das sieht nicht so aus. Ich habe beim ersten Spielen auch, bin ich oft auf dem Sand, weil ich gedacht habe, der bremst einen nicht ab. Das sieht hier nicht ganz so aus manchmal. Ist aber so. Wir haben alle drei Rennen als erster beendet. Das finde ich doch mal einen gelungenen Einstand. Dann checken wir mal die Ergebnisse aus. Wie sieht die Siegerehrung in Mario Kart 7 aus? Eigentlich recht unspektakulär. Ziehen wir uns aber auf jeden Fall rein. Bowser, Platz 3. Metal Mario mit einer Stimme, das ist ein bisschen crazy und ungewohnt. Und das sind sie. Die Top-Kandidaten. Gibt gar keine klassische Siegerehrung mit Siegertreppchen und so. Irgendwie schade. 3 Sterne. Bin ich ganz happy drüber. Und habe sogar ein neues Kartteil freigeschaltet. Für 1200 Münzen. Spitze. Okay. Das war der erste Part. Das war der Pilzcup der 100er Klasse. Verpasst auf keinen Fall die nächsten Parts, wo wir dann die ganzen anderen Cups zeigen werden. Im nächsten Part machen wir weiter mit einer Retro-Passage, das heißt 4 Retro-Strecken von den alten Mario Karts, auch von Mario Kart Wii. Auf keinen Fall verpassen. Wenn es gefallen hat und wenn ihr euch über dieses Projekt Mario Kart 7 freut, dann zeigt dies mit einem Daumen hoch oder einen Daumen runter. Ist alles erlaubt, eure Meinung ist Gold wert, aber gebt eine Meinung ab. Ja, also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.